So, Kolleginnen und Kollegen, ich rufe jetzt auf Tagesordnungspunkt 34, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend eine Aktuelle Stunde, mehr Lehrkräfte für die hessischen Grundschulen und gleiche Bezahlung aller Lehrkräfte, Drucksache 19/4302. Und ich glaube, als Erstes hat das Wort Kollegin Faulhaber für DIE LINKE. Du warst vorhin auch nicht da zur Abstimmung. Ja, ich habe noch mal aufgerufen. Gut. Das ist Top 44? Ja. Ach, halt meine Tasche. Ja, ich muss noch mal an ihre Mikro anmachen. Ich muss Mikro anmachen, die kann nicht reden. Ist an? Ja. Sehr schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Dass es Probleme an unseren Grundschulen gibt, ist sicher nichts Neues, leider nach wie vor aktuell. Allein in den letzten beiden Wochen ist es zu mehreren Protestaktionen gekommen. Zweifach hat die GEW auf die Unterbezahlung der Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen aufmerksam gemacht und deren Gleichstellung mit Lehrkräften anderer Schulformen gefordert. Aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg haben Sie, Herr Kultusminister, Anfang des Monats einen Brief erhalten, den 56 Grundschulleitungen unterzeichnet haben. Und darin werden Sie auf die Überlastung der Lehrerinnen und Lehrer aufmerksam gemacht. Unter anderem wird die Inklusion benannt, die in Hessen bestenfalls stagniert, an den Grundschulen durch die Heraufsetzung der Klassengrößen jedoch eine deutliche Verschlechterung erfährt. Und auch aus Frankfurt meldeten sich letzte Woche Eltern und Lehrkräfte, die den Lehrermangel an ihren Grundschulen beklagen. Nicht nur, dass die erlaubte Klassengröße von 25 Kindern teilweise überschritten wird, es können auch viele Förderangebote gar nicht mehr stattfinden, da es schlicht an Personal fehlt. Bei allem Selbstlob scheinen Sie den Blick auf die tatsächlichen Zustände an Hessens Schulen verloren zu haben. Es reicht nämlich nicht aus, nur hier und da Löcher zu stopfen. Denn besonders im Bereich der Bildung führt ein kurzsichtiger Blick zu Rückschritten. Es fehlt in Hessen an Grundschullehrerinnen und Grundschullehrern. Diese können auch Sie, Herr Kultusminister, sich nicht aus dem Ärmel schütteln. Das ist mir schon klar. Aber Sie können sich wenigstens einmal fragen, woran es liegt, dass sich nicht genügend Menschen für diesen wichtigen und ehemals ja auch gut angesehenen Beruf interessieren. Und wenn Sie das tun, kommen Sie dem Problem nämlich auch schnell auf die Schliche. Das ist hausgemacht. Sie müssen sich nämlich nicht wundern, wenn jemand sich gegen die Grundschule und für beispielsweise das Gymnasium entscheidet, wenn beide Studien etwa gleich lang sind, die Anstellung am Gymnasium aber wesentlich besser vergütet wird als die Anstellung an der Grundschule. Warum ist das so? Drücken Sie doch damit aus, dass die Arbeit der Grundschullehrkräfte weniger wert ist. Aber es ist ja das Gegenteil der Fall. Sie alle wissen, dass die frühe Förderung der... Entschuldigung, Frau Kollegin, ich würde mal bitten, dass insgesamt ein bisschen mehr Konzentration und Ruhe im Plenum ist, auch wenn die letzte Debatte aufregend war. Man sollte doch jetzt mal zuhören. Gute Idee. Also noch einmal, Sie alle wissen, dass die frühe Förderung der Kinder besonders wichtig ist, und Sie sprechen selbst immer wieder davon, wie wichtig individuelle Förderung ist. Aber dann wertschätzen Sie Pädagoginnen und Pädagogen nicht, die genau das leisten. Sie sorgen nicht für kleine Klassen und ausreichend Stellen im Grundschulbereich. Und ich kann mir hier einen kleinen Seitenhieb auch nicht verkneifen. Dank Ihres ruhmreichen, mehrgliedrigen Schulsystems sind Grundschullehrkräfte auch noch gezwungen, auszusortieren und am Ende des vierten Schuljahres Prognosen zur Schullaufbahn auszusprechen. Am Ende des vierten Schuljahres, das konterkariert die Förderbemühungen der Grundschullehrkräfte und entwertet zusätzlich ihre Arbeit. Sind Sie Pädagoge? Dann müssen Sie das eigentlich wissen. Meine Damen und Herren, um es auf den Punkt zu bringen, Sie brauchen mehr Lehrerinnen und Lehrer.
Wir brauchen sie, um die Inklusion endlich auf den Weg zu bringen. Wir brauchen sie, um sozial benachteiligten und jetzt auch geflüchteten Kindern und Jugendlichen eine schnelle und gute Integration zu ermöglichen. Wir brauchen sie, um echte Ganztagsschulen einzurichten. Und vor allem aber brauchen wir sie, um jedes Kind bestmöglich und individuell zu fördern. Also, werten Sie die Arbeit an unseren Grundschulen endlich auf. Motivieren Sie mehr junge Menschen, sich für den Beruf der Grundschullehrerin, des Grundschullehrers zu entscheiden. Und dazu gehört die gleiche Bezahlung der Lehrkräfte, unabhängig von der Schulform, in der sie unterrichten. Und dazu gehören kleinere Lerngruppen. Und dazu gehört eine Pflichtstundenreduzierung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Frau Kollegin, erlauben Sie noch eine Zwischenfrage des Kollegen Bauer? Bitte schön. Wobei Sie für die Antwort allerdings nur 8 Sekunden haben. Mit ein bisschen zu werde Ihnen sicherlich etwas Zuschlag geben, aber nicht extrem. Ich werde sehen. Danke für die Gelegenheit, Frau Kollegin, da Sie ja vom Fach sind. In welchem Bundesland werden denn Grundschullehrerinnen gleich bezahlt wie Gymnasiallehrer? In welchem Bundesland in Deutschland? Bitte schön. Ja, also ich sage Ihnen mal was, ich weiß nicht, 8 Sekunden, selbst wenn das so sein sollte, dass es in keinem Bundesland so wäre, dann wäre Hessen vorn. Vielen Dank, Frau Kollegin. Mit 9 Sekunden Überziehung finde ich, das ist noch vertretbar. Als nächstes spricht Frau Kollegin Hartmann für die Fraktion der Sozialdemokraten. Bitte schön, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Grundschule als Schule für alle Kinder steht am Anfang des Bildungsweges und legt den Grundstein für den künftigen Bildungs- und Lebensweg. Im Gegensatz zu weiterführenden Schulen haben Grundschulen schon lange eine heterogene Schülerschaft. Trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb haben Grundschulen in der Vergangenheit eine hervorragende Arbeit geleistet, was sich dann auch in internationalen Bildungsvergleichen niederschlägt. Und in den letzten Jahren wurden aber in keiner anderen Schulform die Lehrkräfte mit so vielen Zusatzaufgaben belastet wie in Grundschulen. Und nicht nur zusätzliche Lehrerstellen, sondern auch Entlastungsdeputate und weitere Ressourcen wären notwendig, um dem Aufgabenzuwachs gerecht zu werden. Dass die Qualität der pädagogischen Arbeit an Grundschulen trotzdem noch hervorragend ist, das verdanken wir dem zusätzlichen Engagement von Lehrerinnen und Lehrern. Wir haben in der Vergangenheit oft die Erfahrung gemacht, dass diese schwarz-grüne Landesregierung durchaus lernfähig und auch kompromissbereit sein kann. Doch leider, und dies gilt insbesondere für den Schulbereich, nur dann, wenn die Proteste lautstark sind und wenn die eigene Klientel betroffen ist. Und wenn es um die Verbesserung von Arbeitsbedingungen an Schulen geht, ist der Indikator für diese Landesregierung offensichtlich nicht die tatsächliche Arbeitsbelastung, sondern vielmehr der öffentliche Druck. Grundschullehrerinnen und Lehrer haben bislang zusätzliche Aufgaben mit einem hohen Pflichtbewusstsein und mit Fleiß kompensiert. Aber es kommt nicht von ungefähr, dass in letzter Zeit Überlastungsanzeigen zugenommen haben, gerade von Schulleitern und Konrektoren aus dem Bereich Grundschulen. Und bei dem letzten Landesparteitag der SPD haben wir beschlossen, dass die Ausbildung von Grundschullehrkräften sukzessive an die Ausbildung für andere Lehrämter angeglichen werden muss und dass damit dann auch eine Höhergruppierung in A14 einhergehen muss. Doch hier geht es um weitaus mehr als nur um eine bessere Bezahlung. Es geht darum, dass das Land als Arbeitgeber die Rahmenbedingungen so gestalten muss, dass eine gute pädagogische Arbeit geleistet werden kann. Und hier reicht es nicht aus, politische Entscheidungen zu treffen und den Grundschulen die Vorgaben zu machen. Und wenn Sie zusätzliches Fachpersonal zur Verfügung stellen, dann müssen Sie immer auch gewährleisten, dass diejenigen, die in Führungs- oder Funktionsstellen
mit einem zusätzlichen Aufwand, dass es für die mit einem zusätzlichen Aufwand verbunden ist und dass auch diese dann eine entsprechende Entlastung benötigen. Dies gilt insbesondere für Konrektorinnen und auch Rektorinnen. Wenn man sich anschaut, Inklusion, Integration von Flüchtlingen, aber auch den Pakt für den Nachmittag und weitere Ganztagsangebote. Wenn es um diese Umsetzung geht, erfahre ich immer wieder, dass dies mit sehr vielen Elterngesprächen und mit einem großen organisatorischen Aufwand verbunden ist, und dem muss Rechnung getragen werden. Wir halten es auch für notwendig, und es ist ja auch gewünscht, dass Schulentwicklung reflektiert und verantwortungsvoll gesteuert wird. Dies ist meist nicht nur der Schulleiter oder die Schulleiterin, sondern es ist ein Leitungsteam. Und auch deshalb muss es hier mehr Deputatstunden geben. Und mir ist auch nicht nachvollziehbar, warum das motivationsfördernde Instrument der Beförderungsstellen ausschließlich Lehrkräften im höheren Dienst, also Gymnasial- und Berufsschullehrern, vorbehalten ist. Frau Kollegin Faulhaber hat schon den Brief zitiert aus dem staatlichen, von Lehrern im Umfeld des Staatlichen Schulamtes Darmstadt-Dieburg. Der Brief müsste mittlerweile seit 4 bis 6 Wochen im Kultusministerium vorliegen. Und ich würde mir wünschen, dass Herr Kultusminister dazu Stellung nimmt, wenn es eine Antwort gibt, eine schriftliche, dass wenigstens den Mitgliedern des Kulturpolitischen Ausschusses diese Stellungnahme, diese Antwort dann auch zugestellt werden kann. Wir als SPD-Fraktion sind bereit, in einen konstruktiven Dialog darüber einzutreten, was notwendig ist für den künftigen Bildungs- und Lebensweg von Kindern, insbesondere in der Anfangsphase. Wie Schule, Grundschule ausgestattet sein muss, um den steigenden Anforderungen Rechnung zu tragen. Und ich erinnere noch einmal daran an den Bildungsgipfel, der von der Schwarz-. Kollegin, Sie müssen bitte zum Ende kommen. Bildungsgipfel und Schulfrieden ist ja krachend gescheitert. Ersparen Sie sich ein nächstes Scheitern. Und ich gehe ja davon aus, ich habe in der Presse gelesen, am 22. geht Herr Kultusminister in das Gespräch mit den Unterzeichnern. Und ich würde mir wünschen, dass Sie wenigstens ein kleines. Frau Kollegin, Sie mit. Und nicht nur Knüppel aus dem Sack für dieses aus Ihrer Sicht sicherlich unbotmäßige Verhalten. Vielen Dank. Herr Kollege Schwarz für die. Vielen Dank, Frau Kollegin Hartmann. Als nächstes spricht der Kollege Schwarz für die CDU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Nachdem die Kollegin Cárdenas im Mai letzten Jahres einen Setzpunkt der LINKEN zum Thema Grundschulen gründlich versenkt hat, darf ich Ihnen heute, Frau Faulhaber, gerne attestieren, dass es Ihnen auch bei der Aktuellen Stunde gelungen ist. Ich sage Ihnen auch, weswegen das nur misslingen konnte. Heute noch einmal Gelegenheit, über gute Bildungspolitik zu sprechen. Und unstreitig ist, und da sind wir uns in diesem Hause hoffentlich alle einig, dass die Startbedingungen der Grundschule in den ersten 4 Schuljahren von elementarer Bedeutung sind für eine gelingende Karriere, für eine gelingende Entwicklungschance für jedes Kind. Deswegen haben wir als Koalition klare Schwerpunkte gesetzt, Schwerpunkte einerseits auf eine vorzügliche Personalausstattung, andererseits selbstverständlich auf eine hohe Qualität im Unterricht selbst. Und, liebe Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, die Ergebnisse, die können sich sehen lassen. Wir haben heute in Hessen die drittkleinsten Klassen von 16 Bundesländern. Wir haben heute einen Klassendurchschnitt, durchschnittliche Klassengröße von 19,4 Schülerinnen und Schülern, Bundesdurchschnitt 22 Nordrhein-Westfalen, schöne Grüße dahin, 23,2. Wir geben pro Schüler 7% mehr pro Grundschüler aus, als das im Bundesdurchschnitt der Fall ist. Das sind 6.000 € pro Schüler. Grundschulen profitieren von unseren politischen Schwerpunkten, dem Versprechen zu 105%,
dem Ausbau des Ganztagsunterrichts, das größte Ausbauprogramm, das es in diesem Land jemals gab, zum neuen Haushaltsjahr noch einmal 230 Stellen on top, durch steigende Zahlen über die Lehrerversorgung, über den Sozialindex. Die Grundschulen profitieren durch die erhöhten Anstrengungen auch im Bereich der Deutschförderung. Und natürlich auch profitieren sie von der Schwerpunktsetzung im Bereich der Inklusion. Das heißt, Grundschulen sind die großen Gewinner dieser Koalition, dieser politischen Schwerpunkte. Und da können wir stolz drauf sein, meine Damen und Herren. Seit 1999 haben wir 9.000 Lehrer mehr an den hessischen Schulen. Alleine in dieser Legislaturperiode sind 2.500 hinzugekommen. Ein Lehrer-Schüler-Verhältnis haben wir übernommen bei 1:20. Heute haben wir 1:50. Ich habe eben schon einmal gesagt, Frau Kollegin Faulhaber, da ist die durchschnittliche Klassengröße 19,4. Da können sich andere Bundesländer Scheibe von abschneiden. Sie sind offensichtlich nur mit Briefen beschäftigt, aber Sie gehen seit 15 Jahren nicht an eine Grundschule, oder Sie haben die aktuelle Situation an den Grundschulen offensichtlich tatsächlich nicht verstanden. Jetzt will ich Ihnen noch eins sagen zum Thema, Frau Kollegin Faulhaber. Ich habe Ihnen zugehört, jetzt hören Sie mir bitte zu, zum Thema Besoldung. Es ist kein Geheimnis, das entspricht Ihrer Denkstruktur Einheitsschule, Einheitslehrer. Jetzt will ich Ihnen die Frage, die Sie eben gerade nicht beantworten konnten, gerne einmal beantworten. In allen 16 Bundesländern werden Grundschullehrer nach A12 besoldet. Schreiben Sie sich das ruhig einmal auf, damit das einmal klar ist. In allen. Und dann würde ich Ihnen doch einmal empfehlen, dann sprechen Sie doch einmal mit dem Kollegen Ramelow in Thüringen, der ist Ihnen doch sehr nah, dass Sie in Thüringen doch einmal so beispielhaft nach A13 oder ich weiß nicht, was Sie vorhaben, nach A13 besoldet werden sollen. Oder machen Sie das bitte auch in Brandenburg. Da ist Ihr Finanzminister, der Herr Görke, ja, sehr dicht an dem Herrn Woidke dran. Dann könnten die das ja einmal beschließen und im Haushalt. So, dann machen Sie das doch einmal. Hessen bezahlt die Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer prima. Wir haben deutliche Stellenhebungen auch vorgenommen im Bereich einer Dienstrechtsmodernisierungsreform, Dienstrechtsmodernisierungsgesetz aus dem Jahr 2014. Das zeigt Wirkung. Und, auch damit das noch einmal klar gesagt wird, die Grundschullehrer in Hessen werden besser bezahlt als in 13 von 16 Bundesländern. Jetzt schauen wir noch einmal genau hin. So viel Zeit habe ich noch, Herr Präsident. In Hessen kriegt eine Grundschullehrerin A12, Besoldungsstufe 4, 3.600 € brutto. In Rheinland-Pfalz 3.160 €, in Nordrhein-Westfalen 3.173 €, in Brandenburg, schöne Grüße, nein, 3.321 und in Thüringen 3.380. Also, Herr Kollege, trotz Ankündigung müssen Sie jetzt zum Ende kommen. Ich komme zum Ende, Herr Präsident. 10 bis 15% liegen wir über den eben genannten Ländern in der Besoldung. Das kommt bei den Leuten an. Und deswegen bleibt es dabei. Gute Bildung an Grundschulen, gute Bezahlung für die Kolleginnen dort vor Ort. Deswegen können die Kolleginnen und Kollegen an den Grundschulen auch ein schönes Weihnachtsfest feiern bei guter Bezahlung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Schwarz. Als nächstes hat das Wort Herr Abg. May für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Auch wir als GRÜNE sind uns der verantwortungsvollen Tätigkeit, die an unseren Grundschulen von den Grundschullehrerinnen und Lehrern geleistet wird, sehr wohl bewusst. Kollegin Hartmann ist schon richtigerweise darauf hingegangen, dass wir im Grundschulbereich im internationalen Vergleich
sehr gut abgeschnitten haben, was zeigt, dass Grundschulen in Deutschland hervorragend arbeiten. Deswegen ist es mir auch ein Anliegen, zu Beginn meiner Ausführung erst einmal ein herzliches Dankeschön an Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer hier in Hessen zu sagen und unsere Anerkennung zum Ausdruck zu bringen. Vielen Dank für Ihre Arbeit. Wir haben natürlich auch die Schreiben wahrgenommen, in denen Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer von sich verändernden Anforderungen berichten. Diese Hinweise nehmen wir sehr ernst. Aber das ist ja kein Widerspruch dazu, zu dem, was Kollege Schwarz richtigerweise ausgeführt hat. Das sind ja sozusagen die Argumente, die dazu führen, weshalb wir als schwarz-grüne Koalition so eine große Schwerpunktsetzung im Bereich der Bildung machen. Der Kollege Schwarz hat da schon einige Zahlen zu ausgeführt. Ich könnte das jetzt noch ein paar Punkte hinzufügen. Aber weil das sozusagen noch zu ergänzen wäre, oder beziehungsweise weil er mir das übrig gelassen hat, auch die Frage der Arbeitszeitverkürzung ist ja ein Punkt, der allen Beamten und damit auch den Grundschullehrerinnen und Grundschullehrern zugutekommt. Wir werden im nächsten Jahr die 42-Stunden-Woche auf 41 Stunden reduzieren, das auch voll mit Stellen ausgleichen. Auch das ist neben den vielen anderen Punkten, die Kollege Schwarz schon ausgeführt hat, ein Zeichen, wie sehr wir die Arbeit der Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer wertschätzen und welche Schwerpunktsetzung wir im Bereich der Bildung machen. Ich kann ehrlich gesagt nicht verstehen, wie Sie hier allen Ärztens behaupten, das Grundschullehramt sei in Hessen nicht attraktiv. Der Kollege Schwarz hat schon etwas dazu gesagt, wie die Besoldung im Vergleich mit anderen Bundesländern ist. Von der Einstufung ist es so, jedes Bundesland ist besoldet nach A12 zu den Zahlen, die dahinter stecken. Ich habe leider keine Zeit, Christoph. Ist es so, dass das ein sehr attraktives Lehramt ist. Dafür spricht auch, dass wir eben die Stellen besetzen können, dass wir auch alle Referendarstellen besetzen können, nach meiner Kenntnis. Wenn Sie da etwas anderes wissen, müssten Sie das vortragen. Das zeigt doch sehr deutlich, dass das Grundschullehramt in Hessen weiter sehr attraktiv ist und dass sich dort viele Leute für interessieren. Das zeigt, wir sind ein attraktiver Arbeitgeber an dieser Stelle. Wenn man über die Frage nachdenkt, Besoldung für Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer, dann muss man das, glaube ich, schon ein bisschen, selbst wenn man irgendwie in diese Richtung gehen will, dann muss man das ein bisschen ernsthafter betreiben, als das die Linkspartei in diesem Hause macht. Wir haben gestern den Haushalt hier beschlossen. Zur Qualität der Haushaltsanträge der Linkspartei hat der Kollege Kaufmann schon etwas gesagt. Aber selbst nach diesen niedrigen Standards, die man da ansetzen muss, muss ich feststellen, zu diesem Thema haben Sie keinen Änderungsantrag gestellt. Das, was Sie heute hier fordern, hat keine Grundlage bekommen in dem, was Sie hier sonst so einreichen. Von daher ist das sozusagen so ein Antrag, na ja, wir reden mal drüber, aber wir verfolgen das nicht ernsthaft. Ich würde mal sagen, das ist nicht besonders ernsthaft, wie Sie mit dem Thema umgehen. Und damit haben Sie den Grundschullehrerinnen und Grundschullehrern keinen Gefallen getan. Ich sage Ihnen auch, warum Sie das ausgespart haben. Weil dann müssten Sie auch erklären, wie Sie das gegenfinanzieren wollen. Wenn man das mal en passant für alle die Besoldung um eine Stufe hochheben wollte, dann wären das 70 Millionen € pro Jahr. Ich nehme an, dass das auch der Anlass war, warum die SPD den Weg beschlossen hat, den Sie beschlossen haben, nämlich sukzessive und durch Anpassung der Beschreibung des Lehramtes, weil das eben nicht so einfach ist und weil Sie dann eben auch sagen müssen, wo Sie es denn wegnehmen sollen. Es ist vollkommen klar, Grundschullehramt, Lehrämter insgesamt, die verändern sich. Die Anforderungen müssen immer wieder betrachtet werden. Wir müssen auch darüber nachdenken, was muss da sozusagen an Qualifikationen vielleicht noch hinzukommen. Vielleicht gibt es dann auch die Gedanken, dass man dort sag ich mal, Förderungsstellen einrichtet. Das wäre eine ernsthafte Debatte, die man führen müsste, die man führen sollte, die wir führen wollen. Aber das, was Sie heute vorgestellt haben, war dann doch sag ich mal, der billige Jakob. Von daher komme ich jetzt zum Schluss.
Wir als Koalition aus CDU und GRÜNEN investieren ganz vorbildlich in Bildung, und das ist ein Schwerpunkt. Und wir wissen, dass wir damit auch eine hervorragende Qualität an den Grundschulen leisten können. Aber die pauschale Besoldungserhöhung, die Sie hier nun mal en passant gefordert haben, die ist so nicht darstellbar. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege May. Als nächstes spricht für die Fraktion der Freien Demokraten Herr Kollege Rock. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Grundschule zum Thema hier in der Aktuellen Stunde verheißt in der Regel nichts Gutes, zumindest nichts Gutes für die Grundschulen in unserem Land. Und wenn man sieht, um was es geht, dass wir Überlastungsmeldungen uns bekannt werden, dass wir feststellen müssen, dass in der Stadt Frankfurt es so weit gekommen ist, dass wir die Klassengrößen nicht mehr einhalten können, dass die unterrichtswirksamen Förderangebote nicht mehr zur Verfügung gestellt werden können, dann ist das sehr bedenklich. Und es ist ein Symbol und ein Zeichen dafür, dass sich etwas in der Schulpolitik in Hessen geändert hat. Es ist nicht mehr so, dass die Schulen erwarten können, dass sie jedes Jahr besser ausgestattet werden. Nein, sie müssen jedes Jahr darum kämpfen, dass es nicht schlechter wird. Und das ist eine klare Veränderung in der hessischen Schulpolitik. Und manchmal, wenn man als Abgeordneter hier sitzt und Unionskollegen reden hört und sie sich loben dafür, dass wir über dem Bundesdurchschnitt bei der Lehrerversorgung stehen, wenn sie sich für die 105% Lehrerversorgung loben, und man weiß, wie erbittert sie Widerstand geleistet haben, um diese Verbesserung in unserem Land durchzusetzen, dann kann man schon an der Stelle nur noch den Kopf schütteln, und sie schmücken sich mit fremden Lorbeeren. Und dass sie infolge dazu natürlich auch keinen großen Enthusiasmus haben, diese Errungenschaft ernsthaft zu verteidigen. Und der eigentliche Gedanke ist doch, wie kann ich das noch ausbauen? Man kann in der Bildungspolitik sich nie ausruhen. Man muss immer versuchen, sich weiterzuentwickeln. Und natürlich wissen wir, dass wir begrenzte Ressourcen haben. Aber natürlich muss man immer wieder einen Schritt weitergehen. Natürlich hat die alte Regierung gesagt, wir müssen Leitungsfunktionen in Grundschulen besser bezahlen, weil wir kaum noch jemanden finden, der die vielen Zusatzaufgaben schultern will. Natürlich kennen wir die Problematik dieser ungleichen Bezahlung, obwohl natürlich die Grundlagen in der Grundschule gelegt werden. Wir kennen die Themen. Und man muss auch Symbole und Zeichen setzen, dass man die Herausforderungen, die die Lehrer jeden Tag zu stemmen haben, ernst nimmt. Und wir wissen natürlich auch, dass der Schulalltag an sich in vielen Grundschulen sowieso schon eine große Herausforderung ist. Das ist doch jedem klar, der dort vor Ort schon einmal war und sich mit den Lehrkräften unterhalten hat. Und wenn natürlich jetzt zusätzliche Aufgaben auf die Lehrer zukommen und Unsicherheit natürlich dann auch herrscht, wie man jetzt tatsächlich mit den Herausforderungen umgehen muss. Und natürlich ist Inklusion jetzt schon ein Thema, das ein bisschen länger an der Schule ist, aber die Frage der Flüchtlinge und der Integration der Flüchtlinge kommt doch jetzt erst richtig in den Schulen an. Und wenn man dann schon weiß, man ist in Städten wie Frankfurt, wo es besondere Belastungen gibt, besondere Herausforderungen, die man vielleicht in anderen Städten so nicht kennt an den Grundschulen, dass es gerade da eng ist, ist doch mehr als ein Warnsignal. Und von daher hoffe ich, dass der Kultusminister hier nicht die Standard-Opposition-Abwatschrede hält, sondern wirklich erkennen lässt, dass das Problem erkannt ist und welche konkreten Maßnahmen er zur Abhilfe treffen will. Und Herr Kultusminister Lorz, natürlich ist es mir klar, dass die Landesregierung sich keine Lehrer backen kann. Und natürlich ist uns auch klar, dass es Ausbildungszyklen gibt, die man natürlich nicht verkürzen kann. Aber natürlich möchte ich Sie trotzdem bitten, zu sagen, was können Sie konkret noch leisten, um die Probleme vor Ort zu entschärfen? Weil darum geht es uns hier ja. Das muss die Botschaft an die Schulen sein. Und das ist das Thema, das, glaube ich, für uns vor allem, oder nicht, von dem ich weiß, dass es für uns besonders wichtig ist. Und das kann ich Ihnen nicht ersparen. Wer natürlich bei den Grundschulen anfängt zu tricksen, wir haben es erlebt, für den Pakt für den Nachmittag versucht, 300 Stellen reduziert in den Grundschulen und das dann natürlich versucht zu verschleiern. Aber wir wissen alle, dass dadurch weniger Stunden an den Grundschulen ist. Gleichzeitig mehr Aufgaben, mehr Verwaltung, mehr nebenschulische Tätigkeiten, also sozusagen Verwaltungstätigkeiten an die Schulen verlagert. Und sich dann wundert,
dass es anfängt zu knirschen bei der hohen Belastung, die dort schon ist. Der braucht sich nicht wundern. Und das ist eben auch eine Umkehr der Politik in dieser neuen Regierung. Bildung hat nicht mehr den Schwerpunkt, den es mal hatte, ökonomisch, aber auch in der Aufmerksamkeit und der Frage, wie kann ich besser werden, sondern Sie sind nicht einmal mehr in der Lage, den hohen Standard zu verteidigen, den wir hatten, sondern dort, wo es schwierig ist, in Frankfurt und in anderen Städten, dort geben Sie nach, dort wird die Situation schwieriger, dort wird es schlechter. Und wir reden, und darüber müssen wir uns im Klaren sein, wir reden nicht irgendwie um ein Gebäude Schule. Wir reden auch nicht einmal zwingend nur um Lehrkräfte, die Beamte dort tätig sind, sondern wir reden über Zukunftschancen von Kindern, oft Zukunftschancen von Migrantenkindern, Zukunftschancen, die unter besonderen Belastungen stehen, wo besondere Herausforderungen sind. Und da kann man hier, und da bitte ich darum, Herr Kultusminister, keine klassische Opposition hat sowieso nicht recht Rede halten, sondern da muss man diese Probleme ernsthaft zur Kenntnis nehmen und sagen, was wollen Sie konkret dort an diesen Stellen besser machen? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Ich sehe, für die Landesregierung spricht der Kultusminister. Bitte sehr, Herr Prof. Lautz, Sie haben das Wort. Alles andere hätte Sie, glaube ich, auch überrascht, oder? Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Themenstellung der LINKEN für diese Aktuelle Stunde verknüpft zwei Dinge, die nichts miteinander zu tun haben, nämlich die Frage der Lehrerversorgung im Grundschulbereich einerseits und die Frage der Besoldung unserer Lehrerinnen und Lehrer andererseits. Es ist daher durchaus eine Herausforderung, das jetzt in fünf Minuten wieder sauber auseinanderzuziehen, aber es ist wichtig. Fangen wir also mit der Lehrerversorgung an. Meine Damen und Herren, Hessens Grundschulen, das ist jetzt keine Oppositionsabwatschrede, Herr Abg. Rock, sondern das sind einfach die Tatsachen. Hessens Grundschulen können heute bezüglich der Lehrerzuweisung über mehr Stunden verfügen als jemals zuvor. Und das liegt vor allem an drei Faktoren. Erstens an der 104-105-prozentigen Grundunterrichtsversorgung. Über die waren wir uns, glaube ich, immer einig. Und deswegen erhalten wir sie auch seit 2013 aufrecht. An der durchgängigen Aufstockung der sozial indizierten Lehrerzuweisung und an dem beispiellosen Investitionsvolumen dieser Landesregierung für den Ausbau der Ganztagsangebote. Und dazu kommen jetzt noch die Zuweisungen für im Moment, Stand 1.12., 343 Intensivklassen für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger an den hessischen Grundschulen. Das ist eine großartige Leistung, die die Grundschullehrkräfte an dieser Stelle erbringen. Aber es gibt auch die vollen Zuweisungen dafür. Das muss man immer dazu sagen. Und wenn wir von der Arbeitsbelastung reden, dann bin ich auch dankbar, dass der Abg. May auch auf die bevorstehende Arbeitszeitverkürzung in diesem Bereich hingewiesen hat. Das zieht natürlich auch wieder Stellenbedarfe nach sich. Und deswegen, meine Damen und Herren, das muss noch einmal ausdrücklich herausgestellt werden, weil die Herausforderung, vor der wir in der Tat stehen, nämlich für all diese Stellen qualifizierte Grundschullehrkräfte zu finden, ja überhaupt nur deswegen besteht, weil wir alle diese Stellen in den letzten Jahren zusätzlich geschaffen haben und weiter dabei sind, welche zu schaffen. Das heißt, der Bedarf ist eine Folge unserer massiven Investitionen der letzten drei Jahre im Bildungsbereich. Wir investieren so viel, dass wir jetzt Lehrer für Stellen suchen und nicht mehr, wie es die ganze Zeit eigentlich immer sonst der Fall war, Stellen für Lehrer. Und deswegen, meine Damen und Herren, das Grundschullehramt ist keineswegs unattraktiv geworden. Wir hatten noch 2015 1.500 Bewerberinnen und Bewerber. Das ist eine gute Zahl. Nur der Bedarf, der bundesweit zurzeit Spitzenwerte erreicht, der war so vor einigen Jahren auch noch gar nicht vorherzusehen. Und weil vollkommen zu Recht darauf hingewiesen worden ist, dass man sich Lehrerinnen und Lehrer nicht backen kann, ist es jetzt eine Herausforderung, darauf zu reagieren. Wir arbeiten daran. Wir arbeiten auch an einem entsprechenden Maßnahmenkatalog. Den werde ich auch vorstellen, auch sehr zeitnah. Aber das hat alles mit der Besoldung nichts zu tun. Es ist doch nicht so, meine Damen und Herren, als ob die Bezahlung nach A12 und Herr Abg. Schwarz hat ja die Zahlen genannt, jetzt eine Schreckensvision wäre, die Interessierte scharenweise vom Studium des Grundschullehramts abschrecken würde. Und das gilt übrigens auch für alle Bundesländer. Auch darauf ist hingewiesen worden. Denn alle Bundesländer bezahlen nach A12. Und wir liegen innerhalb des Konzerts der Bundesländer mit unserer Bezahlung nach A12 sehr gut. Und ich möchte auch auf die Aufstiegsmöglichkeiten hinweisen. Nämlich darauf, dass wir im Jahre 2014 die Besoldung der Grundschulrektoren und Rektorinnen genau aus eben diesem Grund angehoben haben. Die bewegt sich jetzt je nach Größe der Schule zwischen A13 und A15 und damit auch oberhalb des Niveaus anderer Bundesländer. Und für all das gibt es gute Gründe und nicht zuletzt natürlich auch den Grundsatz des Beamtenrechts, dass sich die Eingruppierung der Ämter nach der jeweiligen Ausbildung und Verwendung richten muss. Meine Damen und Herren, niemand zweifelt an der Wichtigkeit der Arbeit, die unsere Lehrerinnen und Lehrer an den Grundschulen leisten, mit der sie das Fundament für jede schulische Laufbahn legen.
Deswegen würde, glaube ich, auch niemand hier in diesem Hause Ihnen eine höhere Bezahlung missgönnen. Ehrlichkeit gebietet es zu sagen, würde auch noch für ein paar andere Berufe gelten, aber für Grundschullehrerinnen und Lehrer ganz bestimmt. Nur allein die Hochstufung aller Grundschullehrkräfte von A12 nach A13, und das habe ich Ihnen bei der Diskussion über den Setzpunkt im Mai auch schon gesagt, würde 70 Millionen € im Jahr zusätzlich kosten. Und da ist die dann auffällige Höhergruppierung der Schulleitungsstellen noch nicht drin. Und da ist die Frage noch nicht beantwortet, ob die anderen Lehrkräfte mit den anderen Lehrämtern denn wirklich mit dieser Gleichbehandlung einverstanden wären oder nicht ihrerseits eine Höhergruppierung verlangen würden. Also 70 Millionen € jährlich ist wirklich die absolute Untergrenze, das Minimum dessen, was Ihre Forderung hier kosten würde. Und da sehen wir halt wieder das klassische Vorgehen der LINKEN. Im Mai habe ich das als Freibier für alle bezeichnet. Das war übrigens damals ein Zitat des Abgeordneten Greilich. Ehrlich gesagt, lieber Herr Rock, wenn ich Ihre Rede eben gehört habe, bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob die FDP an dieser Position noch festhält oder ob Sie das jetzt plötzlich anders sehen. Dazu hätte ich gerne ein klares Wort von Ihnen gehört. Aber ich würde jetzt auf jeden Fall passend zur Jahreszeit sagen, wir wünschen uns mal, was nächste Woche unter dem Baum liegen soll. Und jetzt glaubt DIE LINKE nicht ans Christkind. Und dann den Weihnachtsmann schon gar nicht. Der Weihnachtsmann sind bei Ihnen irgendwelche anonymen Reichen, die man einfach nur hinreichend schröpfen muss. Dann kann man sich schon alles unter den Baum legen, was man haben möchte. Aber Herr Minister, so oder so habe ich Sie daran zu erinnern, die vereinbart. Auf jeden Fall, das, meine Damen und Herren, funktioniert nicht einmal für einen Menschen, der fest im Glauben steht, bei Ihnen schon gar nicht. Aber das ist eben auch der Unterschied zwischen oppositionellen Wünsch-dir-was-Listen und denjenigen, die Regierungs- und Haushaltsverantwortung tragen müssen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Damit ist auch diese Aktuelle Stunde abgehalten. Der Tagesordnungspunkt erledigt.